Privates Match Nummer 1 vom Semiturnier, würde ich sagen, kann somit starten. Im Aquadom der neuen Map. Erste Runde kann somit starten. Ich fasse es nicht. Raphael direkt mit dem Anstoß. Ramor direkt am Loslegen hier. Hier oben seht ihr die Boosts, wie und wo die aufgefüllt sind. Oben der Spielstand. Jetzt geht es los. Wer findet als erstes richtig ins Game rein? Ganz knallhart. Gibt keine zweite Chance oder irgendwas wie in normalen Rocket League Turnieren. All or nothing heißt es jetzt. Und das ist das erste Tor von Gizmo. Erstes Tor von Gizmo. Pass von Shubo in die Mitte. Da war alles frei leider. Aber Raphael ist da. Und da ist es 1-1. Squeezy macht den Ausgleich. Das ging jetzt aber flott. Raphael, schöner Pass. Den kriegen sie nicht gut verteidigt. Und den hauen sie rein. Hau ich den erstmal zur Mittellinie. Raphael, Squeezy trifft ihn nicht. Raphael, zweiten Schuss und er macht ihn. 2-1 durch Raphael. Sehr, sehr stark gespielt. Oh, gewartet und gelesen den Ball, Raphael. Sehr, sehr stark. Bisher sehr ausgeglichen, ja. Machen gut Druck. Ramor trifft ihn nicht in der Luft. Und da ist das 2-2. Sehr, sehr stark. Teams müssten jetzt geswitcht sein. Sollte jetzt richtig sein. So schnell geht das. Sehr, sehr stark. Ausgleich 2-2 in Runde Nummer 1. Und da ist die erste Overtime. Ich wusste es doch. Ich wusste es. Das Tor entscheidet jetzt, ob man raus ist oder weiterkommt im Turnier. Größer könnte der Druck nicht sein. Wer das Tor macht, ist weiter. Oh, Cody. Cody macht's. Was? Bad Batch ist in Runde Nummer 2 und somit automatisch instant im Halbfinale. Ich fasse es nicht. Sehr, sehr stark gespielt. Team 2, Bad Batch, ist in der nächsten Runde. GG. Viel Erfolg in Runde Nummer 2. Ich bin gespannt. Mauer hier direkt mal am Verteidigen müssen hier vorm Tor. Idea geht drauf, schafft's aber noch nicht. Das geht direkt bremslich los hier. Dass hier nicht immer nur die Profis Chancen haben bei Turnieren. Preis geht ab zu Sahnendust von der Decke mit dem ersten Tor. Dafür ist das Turnier da. Genau das liebe ich auch. Dass hier einfach Leute, die eben halt... Oh, starkes Tor von Idea. Nicht so stark in dem Spiel sind, irgendwie auch mal eine gute Chance haben, hier mitzuspielen und mitzumachen. 2-0 gehen sie in Führung. Idea hier mit dem Air-Dribble. Aber Jan ist da. Gut verteidigt von Jan. Darky passt in die Mitte. Oh. Müssen sie vorsichtig sein mit solchen Pässen, weil die tun weh. Zum 3-0. 1 Minute 30 noch. Wenn sie das noch schaffen, grenzt es an ein Wunder. Jetzt Mauer. Oh. Darky fliegt. Jan fliegt vorbei. Das Ding ist durch. Das kann man sich nicht erlauben. 5-0. Leider nicht gereicht. Trotzdem sehr stark geschlagen, Leute. Stark gespielt. Erste Halbfinale vom Semi-Turnier. Ich bin saugespannt, wer hier das Halbfinale im Best-of-Three-Modus für sich entscheiden kann. Boah. Geht direkt los mit Attacke hier. Zen am Ball. Ja, es ist der echte. Stargast Zen am Start im Semi-Turnier, weil er auch nicht so gut ist einfach. Da werden die Daumen schon gedrückt. Oh. Raphael mit einer starken Parade. Oh! Raphael als Torwart unterwegs. Sehr interessant. Müssen sich jetzt hier mal ein bisschen befreien. Schön Konter aufbauen. Über die Seite vielleicht, Cody. Aber Zen ist da. Natürlich. Wer auch sonst. Boah. Leider nicht getroffen. Cody trifft ihn nicht in der Luft. Oh mein Gott. Die machen extrem gerade Druck auf Team Bad Batch. Mann, ist das spannend. Ich lieb's. Oh! Hat Squeezy. Gerade so noch. Sehr gut verteidigt. Cody mit dem Schuss. Wäre nicht reingegangen. Aber... Oh, was geht denn hier ab? Raphael! Das ist mein Ball. Den mache ich immer. Oh! Raphael! Das darf nicht passieren.
So ein Ball, so eine Vorlage auf Fußballboy wird instant bestraft. NJL mit dem ersten Tor. 1:0, 1 Minute 45 noch zu spielen. Fahrlässiger Fehler von Raphael, aber noch kann man sich's erlauben, so einen kleinen Fehler. Gleich schon nicht mehr. Best of three. Passiert, der Druck ist hoch. Aber sehr geiles Spiel bisher. Oh, Raphael. Raff dich, Raphael, Mann! Raphael muss diesen einen Ball wieder gut machen. Oh! Ein 2:0 wäre jetzt sehr, sehr ärgerlich. Das wäre so gut wie die Entscheidung für diese Runde. Raphael nach vorne. Squeezy! Squeezy mit dem 1:1! Starker Pass von Raphael nach vorne. Kriegen sie nicht verteidigt so richtig und Squeezy macht den Ausgleich. Was? Ist das ein geiles Match? Ausgleich, noch 46 Sekunden. Geht dieses Match auch in die Overtime? Oder kann einer noch ein Tor setzen, bevor die Zeit abläuft? Squeezy. Mit Angriff jetzt. Oh, daneben, Cody. Schade. Gut abgewehrt. Jetzt machen sie Druck. Bad Batch macht hier extremen Druck auf das Tor gerade von NJL. Guter Schuss. Auch mal außerhalb des 16ers draufballern. Wichtig. Schimmel voll spannen. Mal draufziehen. 10 Sekunden noch. Es sieht sehr nach Overtime aus. Oder gelingt einem Team noch? In letzter Sekunde das Tor. Der Ball kommt auf. Overtime im ersten Halbfinale. Ich bin gespannt, wer hier das Golden Goal macht. Raphael! Squeezy! Macht das Tor! 1:0 für Bad Batch im Best-of-3-Format. Anstoß glücklich bekommen und genutzt. Ärgerlich natürlich für NJL. 1:0 Führung für Team Bad Batch. Aber ihr müsst es noch zu Ende spielen. Die Fanclubs sind so am Start hier. Und jetzt kann Team NJL den Ausgleich machen mit einem Sieg hier. Oder nicht? Die Fanclubs sind laut und schreien im Chat. Aber können sie auch den Druck standhalten? Das Team von Raphael, Bad Batch, ist im Vorteil. Zen! Kriegt ihn nicht durch. Aber jetzt, jetzt! Fußballboy! Schiebt das Ding über die Linie! Der lag da auch so perfekt, Mann. Was? Warum war der Ball da so alleine? Alle drei sind weggeflogen. Da muss Fußballboy den nur noch rüberschieben über die Linie. Das war ja so ein Free-Elfer. Hilfe! Das darf man sich eigentlich nicht erlauben. Liegen 1:0 zurück. 2 Minuten noch zu spielen. Und ein paar Sekündchen. Wenn es jetzt 2:0 steht, wird das ein ganz enges Ding. Und ich wollte es gerade sagen, da fällt das zweite Tor. Jetzt müssen sie zurückkommen. Sind sie wie Real Madrid im Fußball? Können sie sowas ab? Und kommen sie zurück? Wir werden es erfahren. Mann, ist das spannend. Ich lieb's. Sie wollen die Deckel drauf machen. Ein drittes Tor wäre tödlich. Für das blaue Team. Das dürfen sie jetzt nicht zulassen. Sie müssen eher den Anschluss dafür machen. Und das ist das 3:0. Da ist der Gnadenstoß fast schon. 3:0. Gewinnen sie hier die zweite Runde, NJL. Das gibt's doch nicht. Es steht 1:1. Wer das nächste Match gewinnt, ist im Finale und spielt um 30 Euro mit. Boah. Der Verlierer aus der Runde ist aber noch nicht raus. Der kann noch im Spiel um Platz 3 auch noch was abräumen. Jetzt darf sich kein Fehler mehr erlaubt werden. Team Bad Batch, die Fehler in der letzten Runde waren zu teuer. Jetzt müssen sie sich raffen. Und nicht schon früh am besten in Rückstand geraten. Raphael, hoher Ball nach vorne. Wird zu zweit geklärt sogar. Die Kommunikation schwierig. Aber ich glaube, sie sind alle am Reden. Eine Demo hatten wir heute noch gar nicht, glaube ich. Heute ein sehr friedliches Spiel bisher gewesen. Und Raphael mit dem 1:0. Meine Stimme ist schon ein bisschen weg. 1:0 in der entscheidenden Runde für Team Bad Batch. Wird weiterhin angefeuert. Da wird sich gefreut im Chat. Sau enges Match. Oh, was das spielen die denn hier? Kommunikation ist das A und O. War das geplant? Ist das ein Spielzug? Wie nennt er sich? Kann er den Konter aufbauen jetzt nochmal?
Oh! Squeezy! Oh mein Gott. Aber vielleicht... Cody! 2:0. Für die Bad Batch. Man merkt, bei NJL ist gerade irgendwie die Kommunikation nicht so auf dem Level, wo es sein sollte im Halbfinale. Schaffen sie es jetzt nochmal, sich zu raffen und ranzukommen. Extrem spannendes Halbfinale. Erstes hier und da ist der Anschlusstreffer von Ten. Scheiße. Fußballboy. Nächste Parade. Der hält die gerade echt im Spiel. Ist das peinlich? Jetzt wird hier gefurzt, Mann. Leute, schaffen sie den Ausgleich noch? Boah. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da ist das 3:1. Die Entscheidung. Team Bad Batch. Mach den Deckel drauf. Ich fass es nicht. Damit ist der Einzug ins Finale so gut wie besiegelt. 8 Sekunden nur noch. Das ist nicht mehr möglich, hier noch den Ausgleich zu machen. Da ist das Ding entschieden. Sau stark gespielt. Extrem geiles Match. Ihr könnt alle stolz auf euch sein. Das war extrem, extrem geil. Und es geht los. Wer schafft hier das erste Tor im zweiten Halbfinale? Erstes Halbfinale schon. Absolut Premium. Geilste Spiele gewesen. Extrem knapp. Es ging ins letzte, dritte entscheidende Game. Wie wird es im zweiten Finale hier aussehen? Können die Gigamods hier performen? Sie wurden extrem angefeuert im Chat. Jetzt müssen sie auch abliefern. Und Akamatsu. Orange und macht das erste Tor. Gerade sage ich es noch. Akamatsu machen somit ihr erstes Ding hier im Halbfinale. Ist ihr erstes Spiel sogar. Weil ihr Team nicht da war. Kann man nichts machen. Leute melden sich an. Aber kommen dann nicht. Dann ist es sozusagen Free Win für die anderen natürlich. Akamatsu hat davon profitiert. Sind automatisch im Halbfinale und müssen sich hier aber beweisen auch erstmal. Um ins Finale einzuziehen. Um das Preisgeld mitzuspielen. Boah! Starke Verteidigung. Man muss ihn auch erstmal dann reinmachen. Oh! Jetzt vielleicht. Das! Open Net! Doch nicht. Das Dami. Sorry. Oh. Da ist das 2:0. Just Tom. Gar nicht groß. Tam Tam. Glück gehabt, dass der Ball so springt in der Mitte. Und Idea weggehauen wird. Was? Was für ein Tackle. Der wurde so aus dem Leben geschallert gerade. Was? Der wollte ihn verteidigen. Wurde dann so weggerammt. Hilfe. Da ist das erste Ding. 1:0 für Akamatsu im Best of 3. Das heißt, sie müssen eine Runde jetzt noch gewinnen. Vielleicht kommen die Gigamods noch einmal zurück. Ich bin gespannt. Können sie nochmal aufraffen? Extrem wichtig jetzt von den Gigamods, hier mal ein Tor zu setzen. Vor in Führung zu gehen vor allem. Nicht wieder einem Rückstand hinterher zu laufen. Beziehungsweise hinterher zu fahren. Das ist 1:0 für Akamatsu. 3:1. Oh, ein bisschen spielt leider. Aber sehr stark. Jokes. Mit dem 3:1. Drückt ihr nochmal schön hier unten rechts in den Winkel. Und dann würde ich sagen, sind wir bereit für das große Finale vom Semi-Tournament. Jetzt geht's hier um die Höhe des Preisgeldes. Ihr habt schon Preisgeld sicher. Meldet euch danach bei den Mods. Ihr kriegt auf jeden Fall Preisgeld ausgezahlt, weil ihr hier schon im Finale seid. Und wir schauen zu, wer hier Platz 1 und wer Platz 2 abräumt. Beide Teams schon Preisgeld sicher. Jetzt die Frage, wie hoch fällt es aus? Oh! Erstes Tor für Akamatsu. Dami macht den rein. Squeezy kommt nicht ran. Über ihn rüber. Das Ding ist drin. Raphael mit frischem Boost. Nochmal frischem Boost. Jetzt Raphael. Squeezy! Was? Nächster Ball. Auch gehalten. Konnten diesen Angriff, der schon so gut wie drin war, abwehren. Jetzt, Squeezy. Mein Gott, was für ein Schuss. Leute. Squeezy auf der Seite. Starker Pass von Raphael. Mein Gott. Sie drücken auf den Anschlusstreffer. Die letzten 25 Sekunden. Sehr ausgeglichen. 1:0 nur. Ein Tor. Fehlt ihr nur noch zum Ausgleich. Oder den Deckel drauf machen.
Jetzt vielleicht. Er hält ihn. Dami hält ihn. Der wäre drin gewesen. Der wäre drin gewesen. Und sie machen nochmal eben das 2:0 ready. Boah. Spiel Nummer 2 im großen Finale. Kann Bad Batch nochmal rankommen hier? Oh, Akamatsu macht Druck und macht das 1:0. Oh, sie liegen 1:0 in Führung im großen Finale. Und wenn sie die Runde gewinnen, dann ist das Ding durch. Haben wir im Finale noch kein einziges Ding gemacht? Was? Was war das? Squeezy! Auch nicht! 3 Riesenchancen. Jetzt Raphael vielleicht. Auch noch nicht. Ist das frech. Die haben so Riesenchancen. Machen aber nicht einfach nicht rein. Die rühren so Beton an da hinten, dass da ist kein Durchkommen. Jetzt vielleicht! Oh mein Gott! Bad Batch! Squeezy! Mit dem Ausgleich! Der ist drin! Erstes Tor von Bad Batch im großen Finale. Extrem wichtiges Tor. Da ist der Ausgleich. Er kommt durch! Und er macht ihn. 2:1 für Akamatsu. Was? Wie der durchgekommen ist. Sie gehen wieder in Führung. Sie müssen wieder der Führung hinterherlaufen. Bad Batches. Müssen sich wieder aufraffen. Jetzt vielleicht der Angriff. Der könnte es werden. Der könnte es werden! Und er ist es! Cody! Wieder der Ausgleich. Ich fasse es doch nicht. Geiler Touch. Bisschen lucky. Raphael kommt gerade noch aus dem Weg. Und der ist drin. Oh, Raphael hat den. Mit der Rose. Der Gentleman. Oh, Squeezy. Squeezy auf Raphael. Da ist das Ding. 3:2. Sie gehen das erste Mal im Finale in Führung. Und es ist extrem wichtig jetzt in der Runde. Das gibt jetzt einen extremen Boost für sie. Oder machen sie noch ein Tor? Oh mein Gott, was? Wird er den noch gehalten? Nochmal. Jetzt wollen sie aber auch das vierte noch. Oh, er trifft ihn nicht. 3:2, ein Tor von Akamatsu und es ist wieder Ausgleich. Noch ist nichts durch. Oh, Raphael, jetzt nochmal. Tiefer Ball. Tom ist da. Mein Gott. Ich fass es nicht. 20 Sekunden. Die letzten 20 Sekunden. Starker Schuss von Raphael an den Pfosten. 10 Sekunden noch. Wichtiger Save. Kommt der Ball auf den Boden? Ja! Es geht in die alles entscheidende Runde im Finale. Es war doch klar. Es musste so kommen. 1:1 steht es im großen Finale. Wer kann es für sich entscheiden? Tom. Schicker Schuss. Sie gehen zu 2 drauf. Kriegen ihn aber irgendwie noch raus, Raphael. Ich kann es nicht fassen. Squeezy. Squeezy. Tom hat ihn. Raphael im Nachzug. Noch ein Schuss. Tom hat ihn. Machen die Druck. Oh, die Kamera. Gut. Oh, nicer Fake. Aber Cody ist da. Cody. Auf der Linie rausgekratzt noch. Ich fass es doch nicht. Raphael. Squeezy. Oh, wieder gehalten. Oh, abgewehrt von Cody. Jetzt Raphael nochmal. Sie kommen nicht durch. Sie kommen nicht durch. Ich fass es nicht, jetzt vielleicht. Oh, da kam er angeschossen, da kam er so angeschossen. Die machen gerade so Druck, Bad Batch. Das ist die alles entscheidende Runde, wer hier Champion wird. Demo. Just Ken, haut ihn nach vorne. Prallt gut ab, oh nein! Was? Wie unlucky. Da ist es 1:0 für Akamatsu. Ich fass es nicht. Da ist das erste Ding. Ich sag's doch, die machen so einen Druck, Bad Match. Oh, passt das 2:0 sogar. Eieiei. Ich fass es nicht.
Das wird extrem schwer jetzt. Das wird extrem schwer jetzt noch. 30 Sekunden nur noch. Und da ist es 3-0. Oh mein Gott. 3-0 in 30 Sekunden. Das. Oh. Da ist es 3-1. Jetzt noch ein Anschlusstor. Dann klappt es vielleicht noch. Nicht nachlassen, Leute. Was? Sehr stark gekämpft. Sehr, sehr lange. Sehr ausgeglichen. Extrem geiles Finale. Nochmal das 2-3 Ehrentreffer nochmal. Sau stark gespielt, Leute. Wirklich. Und somit gewinnt Akamatsu das Semiturnier. Glückwunsch! Sehr, sehr, sehr stark gespielt. Auch Platz 2 hier. Sehr stark, wirklich. Bad Batch. Glückwunsch. Meldet euch alle bei den Mods. Dann kriegt ihr da euer Preisgeld ausgezahlt.